Hallo, herzlich willkommen. Heute war ich bei der Gewerkschaft der Polizei hier in Hamburg und Ihr Landesvorsitzender André Bunkowski und sein Vorstand haben mir Ihre Erwartungen erläutert, wie nach einem Wahlsieg in Hamburg vernünftige Sicherheitspolitik gemacht werden soll. Aber schauen wir uns auch mal an, welche Forderungen die GdP hat. Ja, als Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei gehen wir natürlich davon aus, dass auch nach der Wahl, egal wer regiert, eine vernünftige und verantwortungsvolle Führung für die Polizei sichergestellt wird. Unser großes Problem ist der Mangel an Polizisten. Es werden jetzt zurzeit fast 320 Stellen abgebaut. Das muss unbedingt angehalten werden. Dazu fehlen uns mindestens 100 Angestellte im Objektschutz und für die Überwachung des öffentlichen Verkehrs. Darüber hinaus gibt es Fehlstellen im Bereich der internen Verwaltung, die hier viele Probleme auflösen. Also Personal ist ein großes Thema in der Wahl. Eine andere Sache, die für uns wichtig ist, wir schieben 1 Million Überstunden her. Das ist unzumutbar für die Kollegen. Eine hohe Belastung, die wir geändert haben müssen. Auch das wird nur mit Personal gehen. Nur die Auszahlung ist ein wichtiger Schritt. Aber mittelfristig lässt sich das ganze Problem nur lösen. Darüber hinaus fordern wir, dass keine weiteren Polizeireviere geschlossen werden. Es ist ein Rückschritt, wenn wir Reviere schließen. Stattdessen ist das nötige Personal da. Und anstatt überall Videotechnik einzurichten, die beweisbar im Präventionsbereich wenig bringt, sollte stattdessen lieber Polizei auf die Straße. Die Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft der Polizei in Hamburg haben recht. Es war ein schwerer Fehler des CDU-Senates, 4 Polizeikommissariate zu schließen und gleichzeitig erheblich am Personal abzubauen. Nun wäre es vermessen zu versprechen, dass, wenn Sozialdemokraten in Hamburg die Verantwortung für den Bereich innere Sicherheit übernehmen dürfen, gleich schlagartig 100, 200 zusätzliche Kollegen auf der Straße stünden. Mein Ziel ist es aber, dafür zu sorgen, dass jeder Kollege, jede Kollegin, die verdientermaßen in Pension geht, rechtzeitig eine Nachwuchskraft eingestellt wird, um diese auch gut auszubilden. Der zweite Bereich ist die Frage der Führung in der Hamburger Polizei. Ich glaube, innerhalb der Mitarbeiterschaft gibt es ein großes Potenzial von Erfahrung. Und diese Erfahrungen müssen eingebunden werden in Führungsvorgänge und auch in Entscheidungen. Es ist eine Verschwendung all dieser Erfahrungen, wenn wir sie nicht nutzen. Ich glaube, unsere Hamburger Polizei kann ihre Leistungsfähigkeit noch mal ein Vielfaches steigern, wenn wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend beteiligen. Denn wir stellen bereits jetzt fest, dass die Kriminalitätsentwicklung leider wieder nach oben schnellt. Gerade im Bereich von Wohnungseinbruch und Gewaltkriminalität, im Expandieren der Jugendkriminalität, der Jugendgewaltkriminalität, hat der Senat keine handlungsfähigen Konzepte entwickelt. Und das geht nun mal auch nicht mit abschmelzendem Personal, das geht nur mit mehr Polizei auf der Straße, nicht mit weniger.